Angelkollegen. Moin, hallo. Herzlich willkommen zurück. Ja, nach lange 3 Wochen nicht angeln können. Ja. Endlich wieder da. Ja, endlich wieder da, wo man eigentlich hin muss. Zur Entspannung und Urlaub, sag ich mal. Sitzen ja. Hier, wo wir auch vor 3 Wochen saßen, am gleichen See wieder. Fast die gleichen Stellen. Mal gucken, ob hier was läuft dieses Wochenende. Ja, ist auf jeden Fall viel Aktivität unterwegs. Deutlich mehr als letzte Woche. Wassertemperatur ist, sag ich mal, angenehm geworden. Letztes Mal, als wir hier waren, konntest du nicht mehr mit der Watthose da drin laufen. Da war es echt wohl kalt. Ja, leider ja. Und ja, das war jetzt schon wesentlich angenehmer. Fische viel, viel aktiver. Ich habe schon Porn 2, 3 Rollen gesehen. Da hinten schon wieder, siehst du. Schon wieder auf den Gang gedrückt. Ja. Ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr aktiv hier. Eigentlich perfektes Angelwetter. Beim Fußball würde man jetzt sagen Fritz-Walter-Wetter. Fritz-Walter-Wetter. Und ja, es hat eigentlich ziemlich viel geregnet die letzten 2 Tage. Da hatten wir die ganze Woche sehr, sehr schönes Wetter. Den ganzen Tag die Sonne geschienen. Und pünktlich zum Kameratermin Wetter umschlagen, Regen. Und dann ist ein bisschen Nieselregen, aber es hält sich noch in Grenzen. Ja, als wir hergefahren sind, hat es geregnet. Dann hatten wir Glück, als wir hier dann hergefahren kamen, auf zum See hin, wo wir dann fast hier waren, da war es dann wieder trocken. Da konnten wir wenigstens einigermaßen sehr, sehr schnell im Trockenland aufbauen. Ja, jetzt tröpfelt es sich gerade so ein bisschen ein. Tröpfelt jetzt schon, weiß ich nicht, 1/2 Stunde oder so. Ungefähr, ja. Routen liegen auf jeden Fall perfekt. Ja, gerade haben wir schon mal ein bisschen was gespeist. Muttis Geheimrezepte Nudeln. So. Und ja, wir hoffen mal, dass diese Nacht uns ein paar schöne Karpfen sich sehen lassen, sag ich mal. Vielleicht kriegen wir noch einen Live-Rom mit drauf, mit Drillzähne. Es ja, sei jetzt nicht allzu dunkel dann. Das wäre natürlich richtig geil. Vorhin hatten wir schon mal fast gedacht, es war soweit. Zuckte bei mir 1-2 mal gut ab, aber dann war es auch schon wieder vorbei. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Karpfen unterwegs. Aktiv ohne Ende. Richtig und aktiv. Ja, wir hoffen mal, dass sich diese Nacht einer überlisten lässt. Also eigentlich sind wir aber sehr, sehr, sehr gute Dinge, muss ich sagen. Weil es eben eigentlich super Wetter ist zum Angeln. Ja, die Luftdruck ist auch ziemlich konstant, schon 1 Woche jetzt durchgehend. Ja. Also nicht viel Veränderung. Ja, mal gucken, wie sich das auf die Karpfen auswirkt. Das läuft. Das hoffe ich. Ich auch. Du hast letztes Mal einen gefangen. Ja. Ich habe dieses Jahr erst einen Stör gefangen. Gleich am Anfang von Jahr, ich glaube 4. Januar oder 5. Januar. Ja, da war es Minusgrade. -2, 3 Grad. Ja, da haben wir uns bei -2, 3 Grad die Nächte über Ohren geschlagen. War geil. War eine richtig, richtig geile Woche. Muss ich sagen. Also ich meine, wenn wir losgehen, ist eigentlich immer wohl witzig. Auch wenn wir nichts fangen, haben wir trotzdem unseren Spaß. Da waren 6 Nächte und nur 1 Fisch. Ja. Ja, das stimmt. Da war nach der 5. Nacht erst die Erlösung, nachmittags. Ja. Wo wir da mal komplett umgestellt haben, dass wir wirklich nachher nur noch mit Seelachsfilet und so auf Stör versucht haben. Das hat dann auch noch Tatsache geklappt. Nach, ich weiß gar nicht, einer halben Stunde oder so. Ungefähr, ja, das stimmt. Ja, letztes Mal konnte Tifi hier seinen schönen, wunderbaren Karpfen fangen. Moment. Sehr, sehr schönes, prächtiges Tier. In Schnee. Sah erst beim Drillen gar nicht so groß aus. Da habe ich noch gesagt, der ist gar nicht so groß. Aber besser als nichts. Ja, und als wir ihn dann im Kescher hatten, puh, der hat es uns fast umgehauen. Dann, hui, so eine Bombe direkt. Wahnsinn. Und das gleich für den Start ins Jahr 2021. Und das bei den Bedingungen. Nur Regen, nur Wind, nur Schnee, Hagel und... Ja, das war sehr, sehr frisch hier, muss ich sagen. Ja. Weil hier einfach rundherum einfach gar nichts ist, außer ein paar Bäume. Ich bin gerade ein bisschen gucken gerade, weil hier ist überall Aktivität und vielleicht sind hier auch Spots an Randalieren gerade. Dann gründeln oder rollen, ja. Oder was weiß ich. Wir hoffen mal. Ja, hoffen wir, was Sache ist. Also auf jeden Fall, wenn sich einer überlisten lässt, präsentieren wir euch das auf jeden Fall. Wir versuchen dann auch, dass wir mal irgendwie eine schöne, saubere Drillszene mit drauf kriegen, auch im Dunkeln. Letztes Mal konnte man, glaube ich, nicht ganz so schön sehen. Nee, leider nicht. Aber wir haben ein bisschen was anderes Licht-Equipment mitgenommen. Ja, letztes Mal war auch ziemlich viel Regen dabei, ne? Regen, Hagel, Wind.
Und ja, wir versuchen das jetzt auf jeden Fall nochmal. Dass wir das im Dunkeln jetzt mal ein bisschen besser, sag ich mal, auf die Kette kriegen. Ja, das hoffen wir auch. Und ja, sobald wir was fangen oder es was Neues gibt, melden wir uns auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall sagen wir euch dann sofort Bescheid, weil wir wollen es ja gerne mit euch teilen. Und auch mal präsentieren, wenn wir mal jetzt mal wieder endlich mal ein bisschen was mehr fangen an den Wochenenden. Abwarten, ne? Nächstes Wochenende haben wir uns auch vorgenommen, aber auf jeden Fall los. Auch hier hören wieder. Ja, auch wieder an denselben See wie jetzt. Mal gucken. Die ganze Woche mal ein bisschen unter Futter halten, die Plätze. Ein bisschen mehr Mühen machen. Ja. Und so. Ja, dann gucken wir mal. Warten wir mal ab. Ja, Titi, erklär, was machst du, hast du jetzt gemacht? Wir haben einen Spot gesucht auf 800 Tiefe circa, hinter das Freiwasser. Gucken nur Baits drauf, ohne Beifutter. Also ganz so viele, vielleicht 20, 30 Stück oder so. Eine Wurf pro Partei. Ja, er füttert großflächig, ja. Der Bengel. Ja. Ordentlich fettige Boilies. Ja, schön trinken, Motorrad. Ich hab ein paar Kescher gelegt jetzt. Wir können einmal hinten drüben stehen vom Zelt. Ja, wir gucken mal. Letztes Mal ist ja jetzt noch schon wieder, ich glaube, 3 Wochen. Ja, 3 Wochen letztes Mal hier, ne? 3 Wochen her, dass wir hier waren. Wasser ist deutlich wärmer geworden jetzt. Und wesentlich wärmer als sonst. Ja, was? Irgendwie, was sagt dann die 8 oder 10 Grad? Irgendwie sowas, ne? Was heute? Ja, Wassertemperatur. Dann guckst du. Hast du gar nicht geguckt. Ich hab gleich nicht geguckt. Nee. Aber können so 8 bis 10 Grad Wassertemperatur haben wir auf jeden Fall wohl. Jetzt hier leicht am Tröpfeln. Eigentlich perfekte Rahmenbedingungen, muss man sagen. Ich hab gerade schon Fisch gesehen, direkt von dem komischen Floß da vorne. Ja, das Regen wendet sich da schön fleißig. Eigentlich wollten wir mit dem Boot. Aber das Staufer wollte leider nicht so wie wir wollten. Etwas defekt. Also, auf so einem tiefen See, so kann man es besser lassen. Dann. Wenn man mit dem Boot fährt, auf jeden Fall keine Watthose anziehen. Lebensgefährlich. Nee. Gefahr, dass man ertrinkt, ist sehr, sehr groß, wenn man Trend hat. Und es kann eigentlich sehr. Geht eigentlich schnell, dass man eben einmal zu weit rüber lehnen, klitz und weg bist du. Geht ganz schnell. Da ist was viel aus, aber es sind höchstens nur 30 Bodies circa. Auf riesen Platz verteilt jetzt. Ja, für das war jetzt ungefähr 20 Quadratmeter mindestens. Dafür wird das relativ großflächig. Echt? Hört sich weit an, eine Würfe. Also ein paar Meter. Ja, geht noch. War schon mal weiter weg. Das ist so. Jetzt soll ich mir die Ruten drauf. Oder die Rute eher gesagt, die Ruten. Ja. Ich hau hier ab. Das ist nicht zu gefährlich. Bei dir. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie zu Ihren Wurfkünsten? Der Bogen ist perfekt hart, aber hat es daneben. Nebenmarke, aber viel, alles eine Tiefe. Ja, hier ist das nicht ganz so wild. Nee. Ist in bestimmten Gewässern, dann kann man da wohl drauf achten. Und ehrlich gesagt, wäre besser. Aber weil hier das ziemlich einheitlich ist, zumindest rund um den Fluss und zu. Da ganz drüben ist so ein kleines Plateauchen, aber da komme ich hin ohne Boot. Nee, das ist genau von uns gegenüber. Wo der Stuhl da hinten steht, kann man auf Kamera leider nicht sehen. Das sind doch gute, weiß ich nicht, wie weit ist das? Das sind doch 100 Meter. Garantiert. Da können auch um 120 Meter sein. Ist ein ganzes Stück auf jeden Fall zu fahren. Ja, zu werfen meine ich. Da fahren wir auch ein Stück wohl. Ja, einmal rüber fahren muss. Da bist du ein bisschen unterwegs mit dem Boot. Das ist so. Ja. Ja, es hat nicht lange gedauert. Jetzt haben wir Tatsache direkt einen überlistet. Sehr, sehr schön. Tiffy, erzähl. Ja, läuft, würde ich sagen, ne? Tja, es zog langsam ab. Perfekt. Gehakt. Gute 8 Kilo. Perfekt. Petri, Tiffy. Ja. So. Etelbohr, was ist los?
Ja, gerade hat es mich da von der Liege gescheucht. Ich habe eigentlich noch fast geschlafen. War halb fies. Ja, und jetzt lief ab. Guck mal. Zieh gerade nicht hoch. Ja, komm, der leistet nicht hier gegen der. Also ich schwimme mit oder was? Ja, ja, ich schwimme jetzt nicht. Ja. Kommt. Na doch, jetzt fängt er so ein bisschen an. Oh, komm, kann man was sehen. Komm, Papi. Warte, ich zieh nochmal nach. Ist das dieselbe wie du? Nein. Oh, das ist der erste verhaftet. Perfekt, die Kurs. Da kann man ihn sehen. Fein Spiegelkarpfen. Schön, schön. Jetzt. Was meint die Bauer? Ja, perfekt gehakt. Sieht sehr, sehr schön aus. Ja, gleich nochmal im Wiegen. Kleines Schuppenbild. Ja, hier oben auch. Ja, makellos. Perfekt, perfekt. Da war jetzt nochmal zwei vom Wochenende. Ja. Gestern Abend um. Da war es, 9 Uhr. 9 Uhr circa, jetzt um morgen um 7. Läuft. Sehr gut. So. Kleiner Zwischenstand. Konnten wieder zwei Karpfen fangen. Gestern Abend um 10 Uhr, heute Morgen um 7 Uhr. Ja. Haben gerade neue Spots gewählt. Wir sind ein, die über eine Baumkante, eine Baumreihe, eine Kante. Ja, wir sind mit dem Schlauchboot drüber gepaddelt. Oder gesagt, ich. Tivi ist mit dem Marker rumgelaufen, haben die Stelle nochmal wieder gesucht. Ja, richtig. Und ich bin dann mit dem Paddelboot rüber gejuckelt und hab dann eben da ein bisschen Futter verteilt. Das sind gerade ein Burgerbraten. Ja, dass wir den Hunger mal ein bisschen stillen. Richtig. Wenn was geht, dann melden wir uns auf jeden Fall wieder. Ja. Wenn wir Fisch fangen. Wir hoffen, dass wir noch was fangen. Jetzt ist wieder trocken und der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Hat gerade noch kurz geregnet, leider. Aber sich hoffentlich noch mal jetzt im Auswirkt und dass wir vielleicht noch mal belohnt werden. Wunderschönen guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Leider lief jetzt diese Nacht nichts mehr, außer viel, viel Regen, was runtergekommen ist. Leider ja, alles nass. Es hat die ganze Nacht geregnet hier. Ich weiß gar nicht, wann das anfing, 12 Uhr oder so. Ja, in etwa, ja, 12 Uhr. Und momentan ist ein bisschen trocken, aber fängt jetzt noch wieder an. Muss ins Zelt verkriechen, und wird alles nass wieder. Ja, die Tür musste zu. Weil wir konnten hier fast schwimmen. Ja. Weil da gar nicht drauf. Weil Wetterbericht sagte auch, es regnet gar nicht mehr. Dann haben wir auch gedacht, oh, können wir die Tür wohl auflassen. Aber das war ein Griff ins Klo. Oh ja. Und ja, zwei schöne, wunderschöne Spiegelkarpfen konnten wir überlisten. An der ersten Nacht oder morgen. Ja, jeder direkt einen. Diese Nacht lief leider nichts mehr. Aber nächste Woche geht's wieder hier hin, an gleichen Gewässer. Wettervorhersage sagt. Dauerregen. Ja, die ganze Woche Regen, Wochenende weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht angeguckt, den Bericht. Wir hoffen mal, dass nächste Wochenende ein bisschen schöneres Wetter ist. Es hat viel geregnet. Es hat die erste Nacht auch gut geregnet. Richtig. Und gestern war eigentlich echt wunderschöner Nachmittag. Sonne schien bis gestern Abend. Richtig schönen Sonnenuntergang hatten wir. Und ja. Muss noch was dazu sagen. Ja, nächste Woche kommt ein berühmter Karpfangler mit. Ein Teamangler. Ja, da kann man sich vielleicht nochmal das eine oder andere abgucken. Den Namen will ich nicht erwähnen jetzt extra nicht. Ich weiß nicht, ob er das will. Und dann mal schauen, was hier läuft. Ja, der reist schon einen Tag eher an als wir. Ja, wir müssen arbeiten beide. Ja. Das ist mit dem einfach so freikriegen gar nicht immer so einfach. Nee. Viel Arbeit. Ja, beide arbeiten am Bau. Das ist nicht so einfach. Aber wir reisen am Freitag an.
Und dann mal gucken. Machen wir ein flottes Wochenende und dann wollen wir mal gucken, was hier so abgeht. Was wir uns rauszaubern können. Ja, und Plätze so ein bisschen unter Futter halten diese Woche. Ja, das stimmt. Und dann wollen wir mal gucken. Vielleicht lässt sich nächste Woche ja die eine oder andere größere Karpfen überlisten. Abwarten, ne? Ja. Angeln kannst du immer, nur nicht immer fangen. Das ist das ja. Das ist so. Angeln kann jeder. Und der Wetterumschwung momentan ist nicht für uns, auch für die Tiere, nicht so prickelnd, glaube ich. Nee. Wissen gar nicht alle, was los ist, ne? Aber jetzt sehe ich gerade, sehe, klar, das ein bisschen auf. Ist vielleicht bei unserer Chance, schnell abzubauen. Ja, Gas geben. Trocken. Einigermaßen trocken abbauen können. Nicht wie ein Strömen Regen. Ja, letztes Mal hat es ja geschneit. Ja, Hinfahrt schon nass alles gewesen. Jetzt rücken wir schon wieder. Und hoffe, dass wir überhaupt rauskommen hier aus der Kuhwiese, weil die echt wohl sehr, sehr schlammig ist der Weg. Sache muss ich erfahren, du hier nicht. Ja, das ist so. Ja. Ja, leider ist das Wochenende auch viel zu kurz. Ja, das ist. Aber angeln ist, eigentlich müsste noch einen Tag mehr bei. Leider. Ich bin zur Ruhe gekommen. Jetzt ist schon wieder gleich, ich weiß gar nicht, wie spät das jetzt ist. Schon wieder 10:45, ist gleich schon wieder Mittag. Ja. Ja, das war das Wochenende schon wieder. Dann würde ich viel. Und ja, das war es eigentlich so ziemlich von unserer Seite aus für dieses Wochenende, würde ich sagen. Dann sehen wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Ja, auf jeden Fall. Und dann mal schauen, was läuft. Wir halten euch auf dem Laufenden auf jeden Fall. Dann wünschen wir euch von unserer Seite aus ein wunderschönes Restwochenende. Dicke Fische, die in der Woche loskommen. Ja, und schlamme Schnüre. Und ja, das war's eigentlich. Dann melden wir uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal wieder. Genau. Sobald wir loskommen. Freitag direkt nach der Arbeit. Ja. Duschen und los. Ja, das ist so. Ja, dann ein wunderschönes Restwochenende wünschen wir euch. Viel Erfolg am Wasser. Die Urlaub haben. Ja, und ja, das war's eigentlich.